Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Schwarz-Weiß-Box von Samy Deluxe. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Schwarz-Weiß von Samy Deluxe. Das Ganze aus dem Jahr 2011. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das vierte Album von Samy Deluxe. Wir haben hier eine recht kompakte Box, also etwas kleiner, in weiß diese Box gestaltet. Und dann haben wir hier schwarz den Aufdruck, das Albumcover. Hier oben lesen wir einmal Samy Deluxe, dann rechts schwarz-weiß den Albumtitel und genau in diesen Farben dann hier eben das Albumcover drauf. Sieht echt aus, als wäre das hier so gemalt worden, hier mit diesen Farbklecksen und diesen Verwischungen. Dann lesen wir hier Samy Deluxe schwarz-weiß. Auf der rechten Seite haben wir das Logo, das S von Samy Deluxe. Und dann noch hier Music from EMI, das ist das Label. Nochmal Samy Deluxe schwarz-weiß. Und nochmals das Label und das S-Logo. Auf der Rückseite haben wir hier oben links einmal einen Barcode. Dann haben wir hier die gesamte Tracklist und den Inhalt der Box. Was lesen wir hier? Plus 4 Track Bonus CD. Poster, eine von 1500 limitierten, nummerierten und handsignierten 12x12 cm Holzplatten aus dem Kunstwerk des Hände-Hoch-Videos. Darunter dann die Beteiligten. Und oben rechts haben wir hier noch eine Nummerierung. Und zwar habe ich hier die Nummer 826. Was hat es damit auf sich? Das Ganze, also diese Box ist, wie wir hier unten gelesen haben, eben auf 1500 Stück limitiert und nummeriert worden. Nicht nur diese Holzplatte da drin, sondern eben auch die Boxen an sich. Und demzufolge hat man hier eben dann eine Seriennummer drauf. So, dann schauen wir mal hinein. Der Boxdeckel ist abnehmbar. Von innen weiß. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal die Bonus-CD. Dann haben wir das Album Schwarz-Weiß im Jewelcase. Dann diese beschriftete, signierte Holzplatte. Und ein Poster. So, auf der Rückseite, auf der Unterseite auch wieder in Weiß. Dann packen wir die Box mal wieder zusammen. Und starten wie immer mit dem Album an sich. Rest geben wir dabei noch zur Seite und dann schauen wir uns das mal an. Also, das ist das Album. Schwarz-Weiß kommt, wie gesagt, in einem regulären Jewelcase. Das Cover ist das gleiche wie auf der Box, hier auf der Seite in Weiß. So sieht das aus von der Seite. Und dann haben wir hier wieder die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 16 Tracks an der Zahl. Oben rechts den Barcode, darunter die Beteiligten. Features sind hier keine angegeben. Dann schauen wir mal rein. Als erstes zum Booklet. Das ist relativ dünn. So, hier haben wir mal die Infos zu den einzelnen Tracks. Also alle Tracks hier angeführt mit der Info, wer daran beteiligt war. Das kann man hier nachlesen. Dann Samy Deluxe hier auf dieser Doppelseite zu sehen mit diesem schwarz-weißen Farbverläufen mit diesen rinnenden Tropfen. So sieht das aus. Und zum Abschluss gibt es dann noch die weiteren Tracks und natürlich die Album-Credits. Ja, also ziemlich minimalistisch das Booklet. Schwarz-weißes Artwork und dann eben entsprechend noch die Credits zum Album. Dann kommen wir zur CD. Die ist hier so in schwarz gehalten. Einmal in schwarz matt und darüber dann schwarz glänzend wieder das S. So sieht die CD aus und dahinter auch wieder Samy Deluxe zu sehen in schwarz und weiß. Damit nicht genug, wir haben noch eine zweite CD, die kommt hier in der Papphülle. Wir lesen hier Samy Deluxe 4. Es ist ein etwas abgewandeltes Cover, aber vom Stil her recht ähnlich in diesem Farben, in diesem Farbklecks schwarz-weiß Design. So sieht das auf der Rückseite aus, bedeutet, wir haben noch hier 4 Tracks. Stolz auf mich, Klicker, Klacker, Höhenflug und Hahaha.
Dann haben wir hier auch wieder die Beteiligten, also die Credits direkt darunter. Nachdem wir hier kein Booklet haben, hat man die hier direkt auf die Rückseite des Covers gepackt. Das ist die CD. Sieht so aus wie auch die Album-CD. Und hier befinden sich dann eben die vier Bonustracks drauf. So, das Ganze in der Papphülle. Dann gibt es ein Poster, das natürlich wegen der Box sehr klein gefalten wurde. So, zum einen haben wir hier diese Wand, die man ja kennt aus dem Hände-Hoch-Video. Samy Deluxe Schwarz-Weiß lesen wir hier. Und dann haben wir hier diese Riesenwand, die hier designt wurde, die hier angemalt wurde, mit diversen Schriftzügen und Logos. Aber natürlich hier der Hände-Hoch-Schriftzug, der ist hier am präsentesten. Und auf der Rückseite dann auch nochmal. Und das sieht dann so aus. Ja, hier haben wir so einen Raster drüber gelegt. Also ich schätze mal, dass hier dann das Ganze so unterteilt wurde. Bedeutet, wenn wir uns das ansehen, das ist die eine Seite auf diesem Holzquadrat und auf der Rückseite, das ist jetzt mein individuelles Teil. Also das ist jetzt wirklich nur in meiner Box drinnen gewesen. Und jetzt könnten wir mal schauen, ob wir irgendwo vielleicht diesen Farbklecks, diesen schwarzen Kreis hier finden. Ich muss ehrlich sagen, ich finde ihn jetzt nicht auf Anhieb. Es dürfte eigentlich recht einfach sein, weil es ist ja tatsächlich wirklich nur alles weiß und dann hier ein einzelner schwarzer Farbklecks drauf. Ja, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht hier unten so, aber da ist viel mehr so schwarze Verwischungen und so Farbtropfenverlauf. Deswegen, ich glaube tatsächlich, ich habe hier genau die Mitte von dem O erwischt. Das ist, glaube ich, das Einzige, was hier passen würde, denn hier, genau hier an diesem Punkt, an diesem Raster hier sehen wir, hier ist alles rundum weiß und dann in der Mitte schwarz. Auch wenn es nicht ganz von dem Verhältnis hinkommt, weil wir haben ja hier wirklich den Kreis oben rechts im Eck. Bei mir ist er nicht ganz im Eck, aber ich würde jetzt mal sagen, das ist mein Teil hier von dem ganzen Kunstwerk. Falls ihr irgendwie nicht dieser Meinung seid oder wirklich sehen könnt, wo mein Farbklecks da sonst noch zu finden ist, könnt ihr mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ja, finde ich eine sehr interessante Art, wie das gelöst wurde, weil man das einfach wirklich hier mit in den Boxinhalt reingepackt hat und man kennt das so von manchen Künstlern, die machen das nach ihrer Tour mit so einem Backdrop, also mit so einem Teil der Bühnenkulisse. Aber so habe ich auch noch nie gesehen, vor allem, dass es wirklich mit Hilfe dieses Posters so nachverfolgbar ist. Okay, es gab hier insgesamt 1500 Stück und wo ist meins zu finden? Das finde ich schon heftig. Und zusätzlich wurde das Ganze hier dann auch noch individuell gestaltet. Also wir haben hier so diese Kritzelei, diesen Schriftzug, diesen Samy Deluxe Tag. Der sieht so aus. Ja, und somit hat dann jeder wirklich so sein persönliches Unikat zu Hause. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal dieser Teil, dieser Wanddekoration, dieses Holzquadrat individuell gestaltet. Dann haben wir das Poster beidseitig bedruckt, beide Male im Querformat. Das Album an sich, nein, das sind die Bonustracks, sorry. Die Bonustracks zum Album, die vier Stück hier in der Papphülle. Und natürlich das Album an sich, schwarz-weiß im Jewelcase mit insgesamt 16 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, schwarz-weiß von Samy Deluxe. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Samy Deluxe unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.